Wann sollen denn die 1,1 Billionen Euro Tage-2-Salden jemals zurückgezahlt werden? Um das den Menschen dort zu erklären, Tage-2-Saldo heißt, sie bezahlen ihren eigenen Export. Und den haben wir eben mit niedrigeren Renten bezahlt. Den haben wir mit Kinderarmut bezahlt. Den haben wir damit bezahlt. Das hat mein Kollege gesagt. Wir haben hier mit Fakten gearbeitet. Die sind verifiziert. 648 Milliarden Euro haben alleine die Menschen, die Versicherungen haben, die Sparguthaben unterhalten, verloren. Das haben sie den Leuten kalt weggenommen, damit zum Beispiel Griechenland finanziert werden kann. Ja, ein Haircut. Dort hat man das erste Mal Schulden gestrichen. Frau Merkel ist als Hitler dargestellt worden, weil sie entsprechend dort in Griechenland eigentlich nur den Vertrag von Maastricht durchsetzen wollen. Und Sie sagen mir, der Euro ist ein Friedensprojekt. Sie sagen mir, ich hätte keine Ahnung. Sie haben hier nur mit dumpfer, plumper, populistischer, linker Propaganda gearbeitet, was Sie seit 22 Jahren tun. Und das zulasten der Menschen, die da oben wirklich fleißig sind. Sie haben die Menschen arm gemacht in Deutschland. Das haben meine Kollegen hier dargestellt. Sowas als Sozialdemokrat zu leugnen, das ist sowas von daneben. Und wenn Sie hier ein Adenauer-Argument verwenden, dass wir eine Kolonne Moskaus seien, dann zeigt das Ihren Zustand mittlerweile in der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich hoffe, dass die Menschen bei den nächsten jetzt anstehenden Kommunalwahlen das sehen und Ihre Leute bestimmt nicht mehr wählen, denn Sie vertreten hier nicht die Interessen der Menschen, die arbeiten und die da oben ihr ganzes Leben lang für dieses Land gearbeitet haben. Und da sollten Sie sich schämen. Sie haben nämlich keine Ahnung.